Sie sind hier, 23. Januar 2019, 8.42 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Wilfried Zaha. Hier im Zweikampf mit Gerard Deulefeu steht angeblich beim BVB auf dem Zettel Urheberrecht Getty Images Dortmund. Borussia Dortmund hat offenbar Wilfried Zaha von Crystal Palace als Nachfolger von Christian Pulisic auf dem Zettel. Doch auch ein anderer Name kursiert. Wird Wilfried Zaha bei Borussia Dortmund Nachfolger für Christian Pulisic? Laut Berichten der Sportbild soll der Stürmer von Crystal Palace ganz oben auf der Wunschliste des BVB stehen. Die Schwarz-Gelben suchen händeringend nach einem Ersatz für Pulisic, der für 64 Millionen Ablöse zum FC Chelsea wechselte, bis zum Sommer aber noch an die Dortmunder ausgeliehen ist. Ein weiterer Kandidat soll Gladbachs Thorgan Hazard sein. Sowohl mit dem 25-jährigen Belgier als auch mit Zaha, der bei Crystal Palace einen Vertrag bis 2023 hat, sollen bereits Gespräche stattgefunden haben. Schon im vergangenen Sommer buhlte der BVB um Zaha. Crystal Palace forderte damals eine Ablösesumme von 50 Millionen Euro, zu viel für Borussia Dortmund. Doch mit den Millioneneinnahmen aus dem Pulisic-Transfer sollte Geld keine so große Rolle mehr spielen. Zaha netzte in den vergangenen beiden Spielzeiten 16 Mal für Palace ein und bereitete 16 Tore vor. In dieser Saison stehen 3 Treffer und 4 Assists zu Buche. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bereichen. Mehr.